Hi bei kugelbahn.de. Es ist Mittwoch, der 16. September und vor ungefähr 30 Minuten hat der Paketdienst geklingelt und hat ein dickes, fettes Paket von Ravensburger hergebracht. Ihr könnt euch schon denken, was jetzt kommt, weil es steht ja auch im Videotitel drin, deswegen habt ihr ja auch da drauf geklickt. Das Gravitrax Pro Starter Set war da drin. Nur war der Karton ziemlich groß, da war dann natürlich nicht nur das eine Set drin, sondern auch noch die Erweiterung, Vertical Extension und die beiden neuen Actionsteine, Splitter und Mixer. Diese drei anderen Sachen werde ich aber nochmal in separaten Videos dann vorstellen. Jetzt geht es erstmal hier um das Gravitrax Pro Starter Set und das schauen wir uns jetzt an. Okay, hier ist das vollumfängliche Paket und wer die alten Starter-Sets kennt, der wird gleich feststellen, dieses Ding hier ist ein bisschen höher geworden. Es sind natürlich auch ein paar mehr Teile drin, darum ist Ravensburger mit der alten Packungsgröße wahrscheinlich nicht mehr ganz hingekommen. Und was hier auch fehlt, ist diese Einschweißfolie, die ist da nicht drum, da lag aber ein Zettel bei, dass die Dinger quasi gerade aus der Produktion kommen, direkt verpackt wurden und da ist noch nichts eingeschweißt worden dran. Darum ist das offen und ich lüfte jetzt mal den Deckel und das sieht hier, ist so ein Einsatzkarton drin, der den Rahmen sozusagen bildet hier. Das ist natürlich, ob das in der Endfertigung so auch aussehen wird, das weiß ich nicht, aber schauen wir mal, macht ja auch nichts aus, das ist ja auch nur der Verpackungskarton, in dem allerdings auch jede Menge Zeug wieder drin ist und die Bedienungsanleitung liegt jetzt ganz unten. Ich bin aber der Meinung aus Vorinformationen, dass die normalen Bahnteile wie Kurven, Kreuzungen und Schienen und sowas der vom Inhalt und der Menge her den alten Starter-Sets entsprechen. Sprich, hier müssten also 40 graue Höhensteine bei sein und 12 schwarze Höhensteine. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich sortiere mir das jetzt mal so weit auseinander, dass ich die Anleitung daraus fischen kann. Und da habe ich sie auch schon. Nee, das sind nur die Bauanleitungen. Dann gibt es da bestimmt noch eine andere. Also man braucht ja die normalen Starter-Sets nicht dafür, weil das Gravitrax Pro quasi den Inhalt des normalen Starters jetzt mitbringt. Und hier ist das jetzt im Überblick nochmal. Und es sind also doch deutlich weniger Höhensteine drin. Man kann hier, das ist die Teileliste unten drunter. Ich kann das auch noch ein bisschen näher reinhalten. Das ist immer die Frage, ob das alles so sichtbar ist. In dem alten Starter-Set waren 40 graue Höhensteine mit bei und hier sind es 20. Hier sind auch nur 28 Kurven. Es sind aber auch 4 Grundplatten dabei, aber nur eine transparente Ebene. Bei dem normalen Starter-Set waren das ja 2. Okay, also es ist nicht exakt gleich der ganze Inhalt, aber Ravensburger wird sich da schon irgendwas bei gedacht haben. Was auf jeden Fall auch dabei ist, ist eine Gauss-Kanone. So, dann fangen wir einfach mal mit den neuen Teilen an, weil die Kurventüte, die brauche ich glaube ich nicht auspacken, die sollte jeder kennen und in der nachher aufgebauten Beispielbahn sieht man ja dann auch, was Phase ist. So, ich fange jetzt einfach mal mit diesen Tüten an und zwar ist das hier, scheint das so, als wären das diese grünen Einhakteile, die in diese Säulen rein müssen, die also allen Ernstes sogar zusammengebaut werden müssen noch. Ich dachte, das wäre vielleicht schon vorab gefertigt, was natürlich neue Möglichkeiten ergeben könnte, wenn man diese Säulen auf eine andere Art und Weise zusammensetzt, als sie das eigentlich gedacht war. Mal schauen, das ist jetzt hier auch nochmal und das sind diese Trichter und Kreuzungen und so. Brauchen wir uns auch nicht angucken. Hier sind diese Balkone drin. Die mache ich jetzt mal auf, weil diese hängt man ja hinterher in diese Säulen mit rein, beziehungsweise an diese Ebenen. Und die sehen so aus hier. Das sind diese Balkone. Davon sind es, ich brauche auch nicht nachzählen, ich kann ja einfach nur gucken, das müssten, ach so, okay, halt.
Das sind 4 doppelte Teile hier, also die dann auf eine Säule draufgelegt werden können und dann als Balkon dienen. Davon gibt es 4. Und diese richtigen Reinhängen-Balkone, das sind dann diese hier. Ist transparent, kann man schlecht erkennen, aber so müsste es eigentlich gehen. Diese Reinhängen-Dinger, davon sind es 16 Stück. Genau, zu den 16 Balkonen gibt es auch Schienen, müssen wir auch nicht erklären. Gibt es wahrscheinlich auch so grüne Clips, genau. Die sind dann hier drin, das müssten halt auch 16 Stück sein. Hier sind die Einsätze für die Weichen und so. Und hier sind jetzt wieder Turmteile mit bei. Hier ist ein Starterknopf. Klar ist auch das Starter-Set. Und hier wird es dann auch wieder etwas interessanter. Hier sind die kurzen Bernoulli-Schienen drin, die ja gemeinhin etwas mehr Speed geben sollen. Und zwar ist das hier eine Variante davon. Bitte scharf stellen, danke. Die geht steil runter und so 60 Grad um die Kurve ungefähr. Da gibt es aber 2 Varianten von. Wenn ich die jetzt finde, bin ich glücklich. Ja, genau. Und hier ist nochmal eine andere Variante, die auch steil runter geht, aber dafür einfach nur geradeaus. Es sind sogar 3 Sorten drin. Ich muss jetzt doch mal die Tüte auspacken und das auseinanderklamüsern. Also das sind 3-mal die gleichen. Ich schiebe das mal ein bisschen an der Seite. Dann gibt es noch hier die bergab, die. Und hier sind nochmal 3-mal. Nee. Ach so, die kürzeren davon gibt es 3 Stück, von den längeren gibt es 3 Stück und von denen, die einfach nur geradeaus sind, nicht um die Kurve gehen quasi, die davon gibt es 2 Stück. Alles klar, jetzt habe ich es auch geschnallt. Dann sind Kugeln dabei, logischerweise, ist ja auch eine Kugelbahn, ne? Wie gehabt, 3 silberne und eine blaue, grüne und rot. Dann sind hier die vertikalen Wände, die ja in diese Säulenteile reingehangen werden gleich, beziehungsweise können. Das ist hier 2-mal größere. Dann sind es hier 2-mal so mittelgroße oder die Hälfte davon. Ne, so 2/3 einer großen sind das. Und dann gibt es noch eine kleine, die dann hier 1/3 Breite entspricht von so einer großen. Okay, ja, damit wäre auch schon alles ausgepackt. Hier ist die transparente Ebene und hier gibt es noch die 4 Grundplatten. Die kennt man ja auch, die sehen ja auch wie bisher in den anderen Starter-Sets auch. Dann würde ich sagen, baue ich jetzt erstmal diese Höhensteine zusammen und da könnt ihr natürlich auch noch ein bisschen bei zugucken. Die wichtigste Neuerung bei Gravitex Pro sind natürlich die Höhensteine und die müssen wir natürlich erstmal zusammenbauen hier. Oh, das sieht komplex aus, aber das wird schon gehen. Okay, hier gibt es verschiedene Teile, A und B. Das ist zum Beispiel ein A und hier ist ein B und dann gibt es Y und Z. Die sind alle scheinbar quer wild durcheinander. Das ist ein Z-Teil und das ist ein Y-Teil. So, und genau das braucht man dann auch noch mal hier. Die heißen auch Y und Z. Das ist also da drinnen mit, oh, den habe ich fallen lassen, da drinnen mit aufgedruckt. Hier ist zum Beispiel ein Z. Das wird man auf der Kamera jetzt nicht erkennen können. Ich muss mal hier spiegelbildlich verkehrt gucken, wie ich hier Händel. So, das ist Z. Und jetzt brauche ich ein Y. Das hier steht auch AB drauf. Okay. Den einen habe ich schon mal fallen lassen. Das ist auch Z. Dann ist in dem Tütchen vielleicht nur Z drin. Und in dem ist vielleicht dann nur. Das ist auch Z. Hallo, Y. Da ist Y. Hier ist ein Y drin. Erst die Teile hier nehmen. Erst muss man die Teile nehmen. So, Y, das ist sogar richtig. Und ich brauche den A. Der A muss dann falsch rum, das war ein A.
Der muss dann falsch rum sein und hier muss das reingesteckt werden. Aber so hält das doch nie. Okay, so hält das dann. Mann, ich versuche das mal näher ran zu machen. Das rastet nicht richtig ein. Diese Vorderkante hier, hallo, scharf. Vorderkante hier dient als Anlehne quasi und das muss hier so drauf gestoppt werden. Jetzt ist hier das andere Teil. Das kommt an die andere Seite. Ja. Also die sitzen lose. Habe ich jetzt verkehrt rum? Nö. So werden zweimal Y nebeneinander gesteckt. Und jetzt brauche ich B, der einfach oben drauf kommt. Einfach, ja. Okay, also ich bin schon von ausgegangen, das wäre schon aufgebaut gewesen. So, jetzt brauche ich bei den Türmen zweimal den Y. Das ist jeweils immer Z. Z, Z, gibt da schon viele Zs, Y, okay, dann sind das die Y, jetzt sieht man nur ein bisschen schlecht, so, und Y wird dann hier reingedrückt, so, und so ist die eine Hälfte drauf und so knickt es ein quasi, es rastet ein und dann hat man seinen 7 Höhensteine-Turm mit Durchloch, mit der Durchfahrt drin. Genau so funktioniert es und nach dem Schema muss ich jetzt die ganzen Teile zusammenbauen. Also es geht dann, nach einer Zeit lang hat man den Bogen dann auch raus und es ist dann auch klar, wie es aufgebaut werden muss, aber es ist auf den ersten Blick sehr verwirrend. Und ihr seht ja auch schon, das geht jetzt viel zügiger. Zack. So. Und die ersten vier Türme, wo diese Durchlauffunktion ist, die hätte ich jetzt fertig. Und jetzt baue ich noch die anderen auf. Da baue ich auch wieder A, das ist B, A. Und hier setze ich die Z-Teile natürlich dann ein. Die sind dann größer und gehen dann mehr um die Ecke rum. Sieht man vielleicht ganz gut, weil die natürlich kein Loch in der Mitte haben, wo Schienen durchgebohrt werden können. B. So, und da drücken wir jetzt einfach den B drauf. Und hier ist natürlich letztendlich genau das Gleiche, dass die Teile, ich glaube so rum, dann einfach draufgedrückt werden können. Knack, rastet ein und ich habe 7 Höhensteine in einem. Jo, die Höhensteine sind fertig und man kann jetzt gut erkennen, dass wir 4 Höhensteine mit den Löchern drin haben und insgesamt 8 mit den durchgehenden. Wenn man das jetzt mal hochrechnet auf normale grauen Höhensteine, ein so ein Türmchen ist 7 Höhensteine hoch, dann haben wir insgesamt 12 mal 7 Höhensteine, also insgesamt 84, was natürlich ordentlich ist, weil in einem normalen Starter-Set von den grauen Höhensteinen nur 40 dabei sind. Also das ist schon okay. Und zusätzlich ist ja bei dem Pro-Set hier, dem Starter-Set, auch nochmal eine Tüte mit 20 grauen Höhensteinen dabei. Also hier kann man schon wirklich gut in die Höhe bauen. Spannend wird es ja jetzt eigentlich erst, wenn man diese vertikalen Wände da reinhängen will. Ich probiere das jetzt mal ganz ohne Grundplatten und so. Das kann ja eigentlich nicht so kompliziert sein. Die werden wahrscheinlich einfach nur reingedrückt. Ja genau, so hält das dann schon. Und da braucht man natürlich dann auch ein Gegenstück dazu. Und das drückt man hier dann rein. Und wenn die dann auf diesen Grundplatten sitzen, dann ist das auch stabil, rappelt so jetzt natürlich ein bisschen hin und her. Ich halte es mal in die Kamera und das
kann man auch dann nicht so leicht auseinanderziehen mehr. Hält also schon ganz so gut stabil da drinne. Und was jetzt noch fehlt, sind die Balkone. Da werfe ich jetzt noch mal vorher einen Blick in die Aufbauanleitung, nicht, dass man da jetzt irgendwas verkehrt macht. Eingeschlagene Ding muss nach oben gucken und dann wird das von nur da reingedrückt. Also da ist so ein kleiner Pfeil drin, ne? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ist scharf und dann wird der hier einfach so da reingedrückt und reingeklippt auch und dann kann man die Balkone hier zum Beispiel reinhängen. Nein, die kann man scheinbar nur in die vertikale Ebene reinhängen. Na, das ist aber nicht so ganz 90 Grad hier, oder? Ah, jetzt, okay. Und da dann halt beliebige Erweiterungen draufsetzen. Kurven, Weichen, Wirbel, ganz egal, weil dadurch natürlich die Möglichkeit ist, ich mache noch mal einen rein, hier unten auch eine Bahn durchlaufen zu lassen. Jetzt muss ich erstmal gucken, okay, das ist verkehrt rum, sollte man natürlich drauf achten. Und schlupp, hier unten kann dann auch was dran sein. Das finde ich ist ziemlich cool und er gibt halt wirklich beim Bahnenbauen ganz neue Möglichkeiten. Apropos Bahnenbauen, ich glaube, wir bauen jetzt aus dem beiliegenden Anleitungsheft einfach mal die erste Bahn auf. Ist aufgebaut und das hat mich jetzt ungefähr 20 Minuten an Zeit gekostet. Ist nicht weiter schlimm. Problematisch ist ein wenig die Platzierung der Balkone in der Bauanleitung zu erkennen, da nie so richtig klar ist, in welches Loch die jetzt reinkommen, weil das in diesen Zeichnungen, wie man vielleicht auch ganz gut sieht, ziemlich schlecht zu erkennen ist. Also es ist ein bisschen klein gefrickelig, aber soll ja nicht das Problem sein. Ich habe jetzt aufgebaut, nicht die erste Bahn, wie ich ursprünglich vorhatte aus der Anleitung, sondern die Bahn D ist das. D, genau die hier, die jetzt so aussieht. Und das müsste eigentlich auch passen so. Ich fülle mir jetzt mal einfach. Ich habe den auch noch nicht ausprobiert. Das wäre jetzt halt auch die Premiere. Ich überlege gerade, wieso dieser Balkon da ist, obwohl er doch leer ist. Da habe ich bestimmt irgendwas vergessen, oder? Da war ich wohl etwas voreilig, aber das kann ja doch nicht funktionieren. Wo geht die denn hin? Ach so, ich habe die Kurve falsch rum eingebaut. Diese Schienen hier klemmen regelrecht rein. Also die kann man nur mit etwas Druck in die Bausteine drücken. So, da geht zur Kurve und hier brauchen wir dann logischerweise noch eine Schiene, die da runterführt. Jetzt muss ich mal gerade gucken, welche das ist. Diese andere schnelle Schiene hier, diese gerade, die führt da runter. Erfahrungsgemäß würde ich jetzt sagen, die Kugel fliegt da aus der Bahn. Aber vielleicht tut es auch nicht. Also hier ist der Start. Wir starten mit drei Kugeln. Die erste geht hier rum und geht hier ein wenig im Zickzack und landet da im Trichter. Und das tut die rote Kugel genauso. Die landet hier nach dieser kurzen Passage auch im Trichter. Die grüne fällt hier durch das, wo mir der Name jetzt nicht einfällt, rein. Da unten drauf auf den Fänger. Und dann rauscht die hier runter durch die Wände durch. Macht hier eine scharfe Kurve und geht dann auch letztendlich in den Trichter rein. Und alle drei Kugeln rollen dann hier runter. Und hier ist auch noch so eine steile Schiene verbaut. Dann geht es hier durch und dann muss ich mal schauen, ob die Weiche jetzt überhaupt richtig steht.
Ja, die steht richtig. Drei Kugeln kommen hinterher und eine davon, hintereinander her und eine davon kommt dann hier rüber zur Gausskanone, die dann nochmal da hochgeschossen wird, wieder durch die Wand da durch, landet da hinten in dieser Kurve, geht wieder diese steile Schiene runter und letzten Endes führt sie dann auch hier in das Ziel rein, so wie die anderen. Schwierig gleichzeitig zu filmen und Start zu drücken und zack. So. Hier kommt die Gausskanone ins Spiel. Das wird knapp, aber funktioniert und alle drei sind im Ziel. Das ist natürlich jetzt schwierig zu erkennen. Ich mache jetzt nochmal die rote Kugel. Bis zu dem Trichter ist das ja relativ übersichtlich. Die läuft halt einfach nur da durch und direkt da rein. Sogar noch ein Stück da hinten hoch und läuft dann den Weg ins Ziel, wenn die Weiche richtig gestellt worden wäre. Die grüne Kugel hat natürlich den deutlich längeren Weg. Ich lade jetzt mal kurz die Kanone. Die grüne Kugel hat einen deutlich längeren Weg. Fällt da runter, kommt daher und landet dann auch im Trichter. Kommt dann relativ schnell und läuft dann auch dadurch. Die blaue, die hier gestartet ist, die geht diesen Zickzackweg hier. Auch durch den Trichter. Weiche stimmt und löst die Gausskanone aus. Halt, da war irgendwas im Argen. Wo ist denn die silberne Kugel? Ach so, die ist jetzt da liegen geblieben, weil die Kraft der Gausskanone dann jetzt nicht so ganz gereicht hat. Das ist mir vorhin schon fast klar gewesen, weil dieser Berg so steil ist hier. Aber egal, wir versuchen das jetzt nochmal. Und ich weiß nicht, was das mit dem Fokus ist. Das tut mir sehr leid, aber ich muss das per Hand regeln. So. Und dann kommt die Kugel auf jeden Fall dann aber doch ins Ziel gelaufen. Zum Schluss müssen wir natürlich ein Fazit ziehen zum Gravitrax Pro Starter Set Vertical. Und die Erwartungen waren sehr hoch und ich muss ganz klar sagen, die sind auch erfüllt. Also diese schnellen Bergabschienen sind echt cool, die Höhensteine sind super, der Aufbau ist zwar ein bisschen friemelig am Anfang, aber wenn man einmal den Dreh raus hat, alles kein Problem mehr, geht auch dann relativ zügig vonstatten. Die vertikalen Wände sind echt cool, wo man die Balkone dann reinhängen kann, dass man auch wirklich auf mehreren Ebenen übereinander auf der gleichen Stelle die Bahn durchlaufen lassen kann, das ist echt prima und da muss man wirklich sagen, das lohnt sich auf alle Fälle. Kosten tut das Ganze allerdings laut Liste 79 Euro, was natürlich ziemlich heftig ist, aber wenn man mal überlegt, dass das normale Starter-Set Listenpreis 55 Euro ist, geht das eigentlich schon wieder, zumal man hier wirklich coole Teile bekommt, aber wer hat schon für das normale Starter-Set den Listenpreis bezahlt? Ich glaube, die allerwenigstens, weil da gibt es ja ständig Angebote bei diversen Händlern, sowohl offline als auch online. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da, macht den Daumen hoch und am besten aktiviert ihr auch gleich noch das kleine Bimmelglöckchen, denn in nächster Zeit werden hier noch weitere Videos zu Gravitrax Pro folgen, natürlich das Expansion Vertical Set und die beiden neuen Actionsteine Splitter und Mixer werden hier auch ausführlich im Video vorgestellt. Und bis dahin viel Spaß beim Bahnbauen. Gravitrax Pro kommt im Oktober auf den Markt und wir werden damit auch gleich noch viel Spaß haben, denke ich. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Bis bald bei kugelbahn.de.